Schiedsrichter der Partie ist Dominik Kapetschi. Wir sind zurück mit dem zweiten Viertelfinale und das hat es sofort wieder in sich. Bayern München gegen den FC Schalke 04. Ja, und da will man jetzt eigentlich gar keinen Favoriten ausmachen, weil beide schon richtig starke Spiele gezeigt haben. Von daher, ja, schauen wir einfach ganz entspannt drauf und gucken, was passiert. Ich habe eben noch so ein bisschen Unruhe zwischen Stuttgart und Bremen. Der eine oder andere Spieler hat ein bisschen seinen Frust freien Lauf gelassen, aber auch das hat sich dann ganz schnell wieder beruhigt. Die Jungs sind einfach ehrgeizig dabei und zeichnen sich auch aus und deswegen sind sie überhaupt auf diesem Niveau unterwegs. Ohne Ehrgeiz geht da gar nichts. Gibt einen schönen Spruch von Hertha BSC Berliner Jugendabteilung, da heißt es, dein Talent bringt dich zu uns, dein Charakter bestimmt deine Zukunft. Und ja, das sagt eine Menge aus. Talente gibt es viele in Deutschland, aber nur ganz wenige beißen sich dann wirklich durch und da gehört ganz viel zu. Auch Glück, Gesundheit. Bayern wirken in ihrer Breite sehr komplett, sehr stark. Der ausgeglichene Kader. Und er macht richtig Freude. Jan Herrmann. Technisch sehr stark. Hollerbach auch zu nennen. Viele Tore sind erzielt. Klasse Ablage jetzt für Herrmann. Schalke kontert. Geht jetzt mit 3 gegen 1. Drauf zu. Verarbeitung etwas gedauert, aber der Abschluss dann auch zu weit rechts. Freistoß für den FC Bayern München. Jetzt der weite Ball. Es ist auch ein Duell der Ex-Profis, Danny Schwarz von Bayern München gegen Frank Fahrenhorst. Also hier prominente Trainer an der Bande in diesem Viertelfinale. Hollerbach legt ab auf Lukas Schneller. Bayern sich ja gegen Rasenballsport Leipzig durchgesetzt. Hier. Kurz gesprochen, wunderbar gelöst, alles gut. Entspanntes Auftreten, volle Ausstrahlung, eben schon gelobt, auch vom Kollegen Christoph Gerling. Macht dir große Freude, ihm am Pfeifen zuzugucken. Und das soll schon was heißen. Aber löst das so, wie man es sich wünscht. Die Spieler und das Spiel steht im Vordergrund. Und nicht der Schiedsrichter. Der Ball über die Bande. Vier Sekunden waren um. Freistoß für den FC Bayern München.
Sprachfelder ablegen. Bin gespannt, welche Variante kommt. Da stehen drei Spieler bereit. Rechts, links und im Zentrum. Es passiert durchs Zentrum. Abgelegt auf Flavius Danilovic. Genau Maß genommen und versenkt. Null für die Bayern. Einen wenigen Freistoßtore aus dieser 4-Sekunden-Regel entstehen, aber weil es auch überlegt war mit Köpfchen. Der Sieger aus diesem Spiel würde dann auf den SV Werder Bremen treffen. Also egal, wer hier weiterkommt, Werder gegen Schalke, Werder gegen Bayern. Zwei Paarungen, mit der wir absolut leben könnten. Schluss für die Bayern. Jetzt waren wir auf die Schalke. Vorne jetzt Osama Anhari, kommen wir mit Can Aydin auf der Platte. Viel Technik, viel Tempo. Phil Busemann jetzt. Schalke, der Abschluss und gute Parade von Lukas Schneller. Der Kapitän der Schalker, Busemann, haben wir jetzt gefasst und den Abschluss gesucht. Weiter 1:0 für den Rekordmeister. Die dieses Turnier erst einmal gewonnen haben, zum 15. Mal dabei, zweimal im Endspiel gestanden. Jetzt machen sie einen ganz großen Schritt, weil Jan Herrmann, einer der stärksten Bayern-Spieler im Kader, trifft zum 2:0. Also erst einmal gewonnen, 2010, 2014 zuletzt im Finale gewesen, vor 3 Jahren. Und auch heute kann es so weit gehen, weil sollte es dann zu Paarung kommen, Bremen gegen Bayern. Bremen zwar hier mit überragender Mentalität, aber die Bayern dann doch leicht favorisiert. Aber noch steht die Paarung ja noch gar nicht, weil erstmal hat der FC Schalke noch 6 Minuten 30 Zeit, diesen Eindruck hier zu korrigieren. Es gibt Freistoß für die Bayern, richtige Entscheidung. Im Moment wirken die Bayern ein bisschen frischer, ein bisschen wacher. Auch torgefährlicher. Jetzt ist Hollerbach über die Wande. Der gute Zweikampfführung da. Ach, richtige Entscheidung, der Freistoß für die Schalker. Das war clever gemacht. Ballverlust schon wieder. Ansatz. Mal wieder richtig die Freistoßentscheidung.
Alex Hillmann am Ball. Sie kann Einsatz hier an der Bande, muss dann erbrochen werden. Chalaydin muss verletzt bringen raus. Da gab kein Freistoßpfiff. Ja, mindestens grenzwertig. Einsatz. Leider weg das Freistoß. Königsblau. Fünf Minuten noch. Ball quergelegt, wichtig der Ballgewinn, aber dann noch wieder dieser Ballgewinn! Und es ist wieder Jan Herrmann. Der spielt jetzt hier richtig groß auf. Und da einfach wieder handlungsschneller, diesen Schritt schneller gewesen im Ballgewinn. Jonas 3-0, das kann schon eine kleine Voranstaltung sein. Hätte man in der Deutlichkeit nicht erwartet, dass die Bayern das hier so souverän meistern, die Hürde Schalke. Sie machen es wirklich gut. Sind wenig zu, verteidigen wirklich konsequent. Schalke kommt wenig zu Abschlüssen, ganz anders als in den Spielen zuvor. Hat sie immer viele Tormöglichkeiten. Das heißt, Bayern schlägt nicht zu. Es ist ja auch irre, was für Spieler hier für beide Teams schon beim Fullback Cup aktiv waren in der Vergangenheit. Nehmen wir bei Schalke nur mal die Beispiele. Julian Draxler, Weltmeister. Manuel Neuer, Weltmeister. Welttorhüter. Max Meyer, Schalke Eigenbeck. Zwar hier in Lübbecke. Oh, große Möglichkeit für Angelo Stiller, um den Sack endgültig zuzumachen. Ja, aber für die Bayern absolute Prominenz da. Holger Badstuber, Emre Can, Mats Hummels, Thomas Müller, Sandro Wagner. Sie alle waren hier, auch der Schalker Profi Alessandro Schöpf. Hier in Lübeck aktiv gewesen für den FC Bayern. Jetzt aber der Versuch. Aber Bayern hat auch einfach einen starken Torwart dabei. Abgelegt über die Bande. 2 Minuten 15 noch. 3-0. Das wird ganz schwer und das ist fast unmöglich. Klar geht in der Halle viel. Schalke erhöht jetzt auch das Risiko, den Druck, aber vielleicht gibt es die endgültige Entscheidung. Nein, es war wieder Jan Herrmann gewesen, der hier fast seinen dritten Treffer markiert hätte. Der hat jetzt richtig Spaß bekommen am Spiel. So, Schalke geht nochmal in Überzahl auf die Bayern zu, aber auch der Pass sitzt dann einfach nicht.
Klasse rübergespielt. Jetzt, guter Abschluss, hat die Tennis gut gemacht. War nur Sama Anhari, aber Lukas Schneller war wieder zur Stelle. Also 90 Sekunden noch. Es wird die Paarung geben, auch wenn Schalke sich noch wehrt. SV Werder Bremen gegen FC Bayern München an Nord-Süd-Derby. Boah, gute Parade hier von Sönke Günther. Und dann gibt es ein Kopfballtor nach Vorlage von Julian Höllen von Benedikt Hollerbach. Der muss da auch noch treffen. Das war auch ein Tor von Benedikt Hollerbach. Der Mann in der Rückrunde. 4-0. Ganz deutlich. Wir können uns hier 50 Sekunden vor Schluss schon mal verabschieden vom FC Schalke 04 und Trainer Frank Farnhorst. Haben ganz, ganz tolles Turnier gespielt, fand ich. Mit den Highlights das 7-2 gegen Werder Bremen, 2-0 gegen Hannover. Und immerhin noch der Herrentreffer, der positive Abschluss für Schalke. Osama Anhari trifft zum 1-4. Gleich geht es weiter mit dem HSV gegen den 1. FC Nürnberg. Nächste Möglichkeit, Tor, fast das 2-4. Nochmal der Ballverlust, Abschluss, Nachschussmöglichkeit. Nochmal pariert und dann Schluss. Der FC Bayern zieht nach einem 4-1 ins Halbfinale ein über den FC Schalke 04. Großen Applaus und herzlichen Glückwunsch an die Jungs vom FC Bayern München, präsentiert von Frank Aussieker.